Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Going Medieval. Es ist in der Zwischenzeit Herbst geworden und wir befinden uns am Tag 1 desselben. Wir haben einen neuen Einwohner, und zwar den Karl, der letztens fast vor Hunger gestorben wäre. Und wir haben auch immer noch unser ehrgeiziges Bauprojekt am Start. Und deswegen werde ich mir jetzt hier so nebenbei auch schon die abgestorbenen Bäume auspicken und hoffen, dass sich jetzt hier irgendwann einmal jemand genötigt sieht, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Der Herbst brauste heran mit knackigen Morgen und kühleren Tagen. Es war die Jahreszeit, um sich auf den Winter vorzubereiten, warme Kleidung zu schneidern und sich mit Lebensmitteln und Vorräten einzudecken. Okay, das werden wir machen. Und da ist tatsächlich auch das, was wir sowieso schon vorhatten. Wir wollten Winterkleidung machen. Und zwar machen wir da jetzt 5. Ich bin gerade mal eben noch am Gucken. Leinen, Leinen, Leinen. Haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel, bräuchten aber wahnsinnig viel. Da wird aber bestimmt noch was kommen. Und deswegen würde ich fast sagen, wir nehmen den Karl, weil der das richtig gut kann. Und lassen den schon mal schneidern. Und dann werden wir den guten Hunlaf und die gute Misa hier auf die Jagd schicken. Dann haben wir nämlich auch noch Leder, falls das Leinen so nicht reicht. Der Wolf ist jedenfalls sehr robust. So viel steht schon mal fest. Dann kann man nämlich hier auch gleich nochmal einen Kadaver in Auftrag geben. Und vielleicht sollten wir auch gar nicht 5 Winterkleidung machen. Wir haben ja hier einmal, zweimal, dreimal, 2 reichen eigentlich. Und dann werden wir die Misa hier auch gleich nochmal auf den Wolf losjagen. Und den Hunlaf ebenso, sofern ich ihn finde. Und dann gehen wir auf jeden Fall hierher und werden die Geschwindigkeit erhöhen, weil wir wollen ja vorankommen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ob wir das dann hier so hinkriegen. Wir können jetzt hier auf jeden Fall dann gleich noch einen zweiten Dings bestellen. Und dann schauen wir mal, ob das so alles hinkommt, wie wir uns das vorstellen. So. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, warum hier gegärt. Achso. In dem Fall zählt das Ernten wahrscheinlich als Gärtner, das kann sein. Schauen wir mal.
mal, und solange das hier alles blau ist, haben wir auch noch nicht so komplett alles falsch gemacht. Achso, na, der hat tatsächlich gleich wieder einen neuen Baum eingesetzt. Na, das finde ich cool. Das war nämlich nicht ganz ersichtlich aus der Beschreibung. Da hatte ich nämlich schon befürchtet, die bauen das quasi ein Feld an für die Birken, hauen sie dann um und dann ist es weg. Aber die haben tatsächlich gecheckt, was ich vorhab. Und bauen da dann auch gleich wieder einen neuen an. Das finde ich sehr gut. Und dann hoffe ich, dass sie das aus hier so alles verbauen. Und dass wir dann hier tatsächlich so weit vorankommen. Und ich würde jetzt fast sagen, dass wir hier auch wieder hergehen können und die Johannisbeere zum Kochen verwenden, weil sonst wären wir da gar nicht wirklich fertig. Da ist jetzt, haben wir jetzt so viele da. Da können wir uns gar nicht beschweren. Ich hoffe, dass wir irgendwie halbwegs bis zum Winter hinkommen. Weil ich weiß ja auch nicht, ob nicht noch ein Angriff kommt, weil normalerweise war es bis jetzt immer so, erst kriegen wir Zuwachs und dann kriegen wir gleich wieder einen Angriff. Da muss ich reinschauen, haben wir da, ja doch, das passt. Nicht, dass ich da ein Feld vergessen habe. Aber natürlich bauen sich jetzt hier das Zeug auch nicht über Nacht und hoppla die hopp. Deswegen müssen wir da jetzt einfach halt auch ein bisschen Geduld mitbringen, bis wir entsprechend das Material geerntet haben. Und dann können wir uns Gedanken machen, wie es weitergeht. Aber im Winter kann man eh nicht recht viel anderes, als sich warme Gedanken machen. Und wenn man dann nebenbei weiter noch so ein bisschen Palisaden baut, das kann ja auch nicht das Schlechteste sein. Außerdem glaube ich, dass man im Winter auch Holz fällen kann, weil die Bäume werden im Winter bestimmt nicht eingehen. Von dem her, glaube ich, sind wir da ganz gut beraten, wenn wir hier einfach jetzt hier die Zeit nutzen und entsprechend, was fehlt uns denn jetzt hier? Da haben wir nicht genug Ressourcen. Okay, da haben wir aber wahrscheinlich auch das Problem. Eine Gerste brauchen wir da nicht, sondern Flachs. Aber der ist eigentlich eh schon reif. Das sollte ja dann hoffentlich bald soweit sein, dass wir hier entsprechend weitermachen können. Aber oberste Priorität ist und bleibt Holz abbauen, Mauer bauen. Da müssen wir jetzt durch. Das ist unser oberstes Ziel, dass wir hier unsere Verteidigungsanlagen entsprechend stärken. Damit uns dann nicht wieder sowas passiert wie beim letzten Überfall und wir dann hier dumm dastehen. Und Leute verlieren, das können wir uns nämlich an sich gar nicht leisten. Genau. So, was haben wir jetzt hier noch so gelagert? Da sind noch zwei Wolfskadaver. Okay, da haben wir jetzt auch quasi gar nicht. Schauen wir mal, was ist denn hier? Da Bauen, Jagen. Jagen von markierten Tieren. Könnte es dann so kochen oder? Weiß ich aktuell jetzt gar nicht, muss ich gestehen. Ist das? Wo steht das hier irgendwo? Benötigt die Fertigkeit Kochkunst. Gut, dann schauen wir mal. Sollte man vielleicht irgendjemanden darauf einsetzen.
der uns hier die Sachen zerlegt. Dann haben wir nämlich auch wieder Leder. Aber es geht ja voran. Ich meine, war natürlich jetzt ein großes Projekt, ist ganz klar. Da muss man halt einfach auch ein bisschen Geduld mitbringen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Was ich allerdings jetzt überhaupt nicht verstehen kann, ist, wieso hier Holz eingelagert wird, anstatt dass man es gleich zur Baustelle bringt. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug Platz hätten, wo Holz benötigt wird. Und da kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Aber gut. Sei es wie es ist. Da müssen wir halt jetzt das erste Mal durch. Einfach mal, dass es bis Ende Herbst entsprechend geschafft ist. Es kann natürlich jetzt sein, weil ich... Ne, ich habe es auf 2 und das ist eigentlich auch 2. Das sollten die eigentlich sogar... Na gut, das werden die sich schon auskarten. Den Verdacht hatte ich ja sowieso schon mal geäußert, ob das mit den Prioritäten wirklich so hundertprozentig hinhaut, dass ich mir da nicht ganz sicher bin. Aber... Solange es überhaupt vorangeht, bin ich jetzt fürs Erste schon mal ganz froh. Und dann schauen wir einfach mal. Dass der Hund auf jetzt hier so rumhumpelt, das kann ich auch nicht so ganz gut finden. Aber wenn er sich dann hinlegt, wird er schon irgendwann einmal versorgt werden. War ja jetzt auch bei den letzten Malen so, dass sich dann früher oder später jemand drum gekümmert hat. So, Erlösung. Ob es die dritte Wiederkunft war, die versuchte, einen armen Sünder zu finden, an dem sie ein Exempel statuieren könnte, oder andere Eiferer, blieb unklar. Dunstan fantasierte von Religion, Folter, Flucht, aber die Einzelheiten blieben verworren. Würdest du ihm Zuflucht gewähren? Auf jeden Fall, der kann nämlich gut schmieden und ist ein Schlaukopf. Und es kommen dann 5 Leute, die uns angreifen. Okay, da können wir dann aber gleich unsere Verteidigung ausprobieren. Und ich werde jetzt... Ne, das machen wir dann zum Abschluss der Folge. Wir lassen jetzt den Dunstan. Kann denn der irgendwie Nahkampf... Der Dunstan sollte vielleicht lieber Fernkampf probieren. Der Dunstan kann sich eine Kopfbedeckung wählen nach Gusto, kann Kleidung nehmen, was er will, und Rüstung nehmen, was er will. Und wir sollten auch schnell noch ein Bettchen bauen, damit der Dunstan irgendwo schlafen kann. Dann sollten wir hergehen und den besten Bauer, was der Hund auf ist, den Bettenbau priorisieren lassen. So, das Bettchen ist soweit fertig. Zu essen haben wir dann hoffentlich auch genug. Was wir allerdings nicht schaffen werden, ist, dass wir unsere Verteidigungsanlagen fertig bauen. So lange, bevor der Angriff kommt. Aber ich werde jetzt hier schon mal nebenbei hergehen und diese Tätigkeiten so ein bisschen versuchen einzuteilen, behandeln. Das lassen wir jetzt einfach mal für alle auf 3 bauen.
sollten tatsächlich aktuell nur noch die machen, die es wirklich gut können. Und allerdings sollten die hier die oberste Priorität haben. Anpflanzen sollten vielleicht auch nur noch Leute, die wirklich Ahnung davon haben. Ernten unter Umständen. Vielleicht auch die besten, wenn es irgendwie geht. Bergbau. Schauen wir jetzt auch nochmal durch. 9, 10, 1, 2, 2. Pflanzen schneiden und Bäume fällen. Da ist der jetzt, glaube ich, mal ganz verkehrt. 2, 2. Ja, dann machen wir hier nochmal 2. Kochen auf jeden Fall hier. Das passt so. Schmieden 21 auf jeden Fall. Der kann auch schmieden zur Not. Und der kann auf jeden Fall auch schmieden. Zimmerhandwerk 2. Auch 2 schneiden. 5, 4, 9 ist okay. 16 ist aber natürlich noch besser, dann stellen wir aber jetzt auch gerade auf 2 und Forschung 26. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht lang drüber überlegen. Der kann das aber durchaus auch und transportieren darf er aber auch mit. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht falscher Bescheidenheit hingeben. Das, glaube ich, können wir so riskieren. Dann müssen wir halt eben schauen, wo. So. Das können wir vergessen, weil der irgendwie da oben steht. Den können wir allerdings raushauen. Und den können wir raushauen, aber wir haben eigentlich so oder so genug zu tun zum Ernten. Ich mache jetzt gerade mal nochmal die 2 Stunden bis zum Tagesende auf schnell. Und dann müssen wir unter Umständen im Winter sogar noch schauen, ob wir nicht vielleicht irgendwo noch einen Ofen anbauen, weil es wird mittlerweile tatsächlich ein bisschen frisch drin. Schauen wir jetzt mal, ob wir hier noch eine Wundversorgung anpeilen können. Und wenn das der Hundlauf ist, nein, das ist der. Was? Doch, das ist der Dunstan, das passt. Haben wir da eventuell noch einen, der sich so ein bisschen mit Medizin auskennt? Oh, genau, der ist doch perfekt dafür geeignet. Da macht man nämlich dann hier die Wundversorgung. Die Wundversorgung. Und dann schauen wir, dass wir das noch unterkriegen. Dann mache ich an der Stelle dann nämlich auch Schluss mit der Folge, wenn dann alle schlafen. Und dann hoffen wir, dass der nächste Kampf ein bisschen besser läuft. Oh, der Hundlauf ist 52 geworden. Und zum Geburtstag kriegt er selber die Wundversorgung. Da würde ich sagen, kann man sich nicht beschweren, oder?
Ob es jetzt was geholfen hat, weiß ich nicht. Aber lasst mal ihn mal ins Bett gehen und ich sage an der Stelle wie immer danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.